einlegen. Weyer ist im Grunde genommen also ganz anders. Er kommt nur selten dazu. Herrgott, wer kennt ihn denn nun wirklich? Frau Wolf, die liebliche Managerin, konnte sie ihm in den Busen schauen? Also er ist ein liebenswertes, wenn auch eitles Schlitzohr. Er hat eine Seite, die vielleicht die wenigsten Menschen kennen, wenn ich jetzt auf das Liebenswerte gehe. Man sieht ja immer nur so ein bisschen Fassade und er muss auch so sein, wie er ist, weil sonst wären die Menschen nicht so fasziniert von ihm. Wenn alle diese liebenswerte Seite kennen würden, wenn alle wüssten, dass er die Seite in sich hat, den Leuten sogar was Positives anzutun, das weiß man ja nicht so sehr, das ist sein eigenes Problem, was er irgendwo hat und mit dem er umgehen muss, dass er eigentlich ein unseriöses Image hat, zum einen, und zum anderen es aber gar nicht sein möchte und irgendwo im tiefsten Innern auch nicht ist. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Es stimmt zwar, dass der Mann sicherlich immer Probleme haben wird und auch immer hatte mit seinen Steuern. Auf der anderen Seite vertritt er die Meinung, dass er selber entscheiden möchte, wem seine Steuern zukommen. Und so spendet er halt 100.000 Mark an die UNICEF. Das ist die Seele eines Weyers. Dem Weyer mit der weichen Seele blieb der Gang zum Arbeitsamt bisher erspart. Bei Fürst und Fürstin Schomburg-Lippe dagegen kneift es im Portemonnaie. Nach einem Besuch bei Vetter Fürst Philipp kam das edle Paar ins Schleudern. Philippchen leben glücklich auf Schloss Bützeburg, umgeben von Hausmeiern, Lakaien, Köchen, Kutschern, Küchenschaben. Das Fürstenpaar aber trauert entschwundenem Besitz nach. Hier wohnt mein Vetter, der Fürst Philipp Ernst zu Schomburg-Lippe, als Chef des Hauses. Und meine Familie bzw. meine Eltern stammen ja aus dem Schloss in Böhmen in der Tschechoslowakei. Denn 1862 hat sich die Linie in zwei Teile geteilt. Der älteste Sohn des Fürsten zu Schaumburg-Lippe bekam Bückeburg und das Schloss. Und der zweite bekam von seinen Eltern Schloss Nachod. Ich habe mich an Herrn Konsul Weyer gewandt, weil ich glaube, der ist der einzige Mensch, der mir und meiner Frau helfen kann, unser Schloss in Nachod wieder zu übernehmen.